Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute eine weitere The Hookah im Review und zwar geht es um die Megatron. Die neueste Pfeife von The Hookah, wieder Komplettset, Vierschlauch zu einem erschwinglichen, günstigen Preis. Wir schauen uns die Pfeife mal ein bisschen genauer an, aber nach dem Intro erst nochmal was sehr, sehr Leckeres für euch. Ja, und damit willkommen zurück beim Review von der Megatron. Ich hoffe, die Cinematics haben euch gefallen. Macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, die zu drehen, aber die sind auch sehr aufwendig. Deswegen Ehrensupport, ein Like und ein Abo dalassen wäre sehr, sehr lieb von euch. Würde ich mich drüber freuen. Aber Review von der Megatron. Wie gewohnt, es ist eine The Hookah-Pfeife, es ist eine große Pfeife, es ist eine Vierschlauch-Pfeife, die in einem sehr, sehr krassen Komplettset kommt. Normal kostet die Pfeife 180 Euro, aber Leute, The Hookah hat fast immer 15% und kommt sehr, sehr oft deutlich günstiger als UVP. UVP wären wie gesagt 180 Euro, aber wie gesagt, 15% und Co. sind bei The Hookah eigentlich fast Standard, kann man sagen. Das heißt, man kommt in der Regel oder auch jetzt gerade bei der Pfeife bei 152 Euro raus. Die The Hookah Pfeifen, und wir hatten ja schon ein paar im Review, unterscheiden sich meistens nur in ein, zwei Punkten und im Design. Das heißt, wir hatten zum Beispiel letztens die Medusa, die hatte den integrierten Molassefänger, oder wir hatten die Hanso, die mit dem fancy zweiteiligen Rauchsäulen-Design kam. Das sind da immer so die Punkte, wo die sich unterscheiden, aber im Grunde sind die immer sehr, sehr ähnlich. Die Form der Base ist meistens sehr, sehr gleich, die Durchmesser sind meistens sehr, sehr gleich und so kann ich eigentlich in der Regel schon immer direkt sagen, wenn ihr eine große Pfeife mit vier Anschlüssen sucht, dann ist The Hookah meistens ein super Deal für das Geld. So auch bei der. Aber wir hangeln uns mal an den normalen Review-Punkten entlang. Preis hatten wir ja gerade, kommen wir noch kurz zum Lieferumfang, weil da punktet The Hookah auf jeden Fall immer. Die Pfeife kommt nicht einfach nackt zu euch. Ihr habt direkt vier Schliffanschlüsse mit dabei. Natürlich bekommt ihr die Pfeife. Ihr bekommt ein kürzbares Tauchrohr, das heißt, ihr könnt es in der Mitte auseinanderschrauben. Es ist ein Diffusor dran, den ihr abschrauben könnt. Wie gesagt, direkt vier Schliffanschlüsse mit dabei. Es ist ein Schlauch mit dabei, es ist eine Knickschutzfeder mit dabei. Es ist ein Mundstück mit dabei. Das ist jetzt nicht das mitgelieferte Mundstück. Ich hatte einfach gerade noch hier das Forge-Carben mit am Start. Deswegen habe ich das auch gerade einfach genommen. Wir haben die zweiteilige Rauchsäule, also nicht zweiteilig oben und unten, sondern halt in der Mitte das normale Rohr, also die normale Rauchsäule an sich und außen nochmal diesen Sleeve, der aber nur der Optik dient. Ja, also ist kein fancy Entlüftungssystem verbaut. Das ist auch sehr, sehr schwierig bei einer Vierschlauchpfeife, vor allem mit einer so kleinen Base, wie das bei The Hookah der Fall ist. Also die ist jetzt auch nicht winzig, aber die ist auch nicht massiv. Die ist gut verarbeitet und hat ordentlich Gewicht, aber es ist nicht viel Platz da, um da noch viel einzubauen, wenn man schon vier Schlauchanschlüsse dran hat. Just saying, weil ich direkt gefragt wurde, so entlüftet die dann hier? Nein, das kann sie leider nicht. Das dient nur der Optik. Ihr habt einen 18,8er Schliff oben, das heißt, ihr könnt auch den Kohleteller abnehmen und es ist noch ein Kopf dabei, ein Kopfaufsatz dabei und auch noch eine Zange. Das heißt, ihr habt wirklich ein sehr, sehr nices Komplettset, eine große, schöne Vierschlauchpfeife für 150 Euro mit dem ganzen Zubehör. Das ist auf jeden Fall schon mal nice. Aber das ist auch nur nice, wenn noch die nächsten Review-Punkte abgearbeitet werden und auch erfolgreich von der The Hookah gemeistert werden. Angefangen mit der Verarbeitung. Und bei der Verarbeitung gibt es auch keine Überraschung. Es ist eine gewohnt gute Verarbeitung von The Hookah. Es ist natürlich nicht auf Aeon, Stimulation, Magnum, MIG-Niveau. Also die
Premium, also wirklich Top-Premium-Pfeifen made in Germany, die sind da nochmal einen ganzen Schritt voraus, aber die Verarbeitung ist gerade für den Preis absolut in Ordnung. Das heißt, man hat keinerlei scharfe Kanten, man hat keine Gewinde, die irgendwie haken, das läuft alles butterweich, ich habe keine Kratzer, keine Macken, nichts. Bei der Verarbeitung außerdem noch anzumerken, es ist komplett V2er Edelstahl. V2er Edelstahl zu färben ist deutlich schwieriger als bei Alu. Trotzdem haben wir bei der Megatron, und das ist, finde ich, mit dem Rauchsäulendesign der unique selling point sozusagen, dieses Zwei-Collar-Design. Das heißt, wir haben Roségold an den Schlauchanschlüssen und an der Rauchsäule. Der Teller und die Base und das Innere der Rauchsäule sind aber in diesem Gunmetal Black gehalten. Ich finde die Farbkombi sehr, sehr nice. Es ist relativ schlicht, aber man erkennt trotzdem deutlich den Unterschied. Auch die Bowl ist unglaublich schön gemacht. Ich habe sie übrigens gerade mit der gekürzten Tauchrohrvariante, weil so das Bowlvolumen ein bisschen kleiner wird und man den Weg ein bisschen verkürzen kann, den der Rauch aus dem Kopf durch die Bowl, durch den Schlauch bis zu euch in die Lunge braucht. Das gefällt mir meistens besser, deswegen gerade die kurze Variante bei mir an. Ich verstehe auch nicht, warum man die lange Variante benutzen sollte, aber haben ist besser als brauchen. Wer es will, kann es machen. Diffusor könnt ihr auch abnehmen, ich finde es mit aber deutlich angenehmer. Pfeife klingt aber auch ohne Diffusor sehr, sehr nice. Übrigens habe ich auch gerade die Kugel aus meinem Anschluss rausgenommen, sodass ich jetzt entlüften kann. Entlüften geht dann ganz normal über die anderen Anschlüsse, das kann ich euch auch einfach mal kurz zeigen. Kann man auch sehr, sehr schön mit rumspielen und noch ein paar kleine Ringe aus den Anschlüssen schießen. Das gefällt mir auf jeden Fall gut. Aber wie gesagt, wenn ihr die mit mehreren Leuten raucht, dann muss natürlich in jedem Anschluss eine Kugel sein und dann könnt ihr auch nicht entlüften. Ist ganz normal bei einer normalen Vierschlauchpfeife. Wer entlüften will bei sowas, der muss direkt 2-3 Mal so viel Geld ausgeben und zu einer Aeon Edition 4 Premium oder zu einer Stimulation Pro X greifen. Und die kosten dann halt direkt so 350 bis 400 Euro, je nachdem, welches Modell ihr euch da holt. Das heißt, das passt schon, dass das so ist bei der 150 Euro The Hooker. Letztendlich müsst ihr wissen, ob euch die Pfeife so gut gefällt, dass ihr die dauerhaft bei euch daheim stehen haben wollt. Das ist dann euer Ding. Aber nachdem wir Verarbeitung und Design jetzt ausführlich besprochen haben, kommen wir zu dem meiner Meinung nach immer wichtigsten Punkt, dem Rauchverhalten. Wie gesagt, habe ich ja gerade die Kugel rausgenommen. Das macht den Durchzug immer noch ein bisschen besser. Ohne die Kugel im Anschluss ist der Durchzug hervorragend gut, also wirklich sehr, sehr nicer Durchzug. Ich würde sagen, auf einer Skala von 0 bis 10 ist das eine gute 8,5. Das ist sogar ein Ticken über meinem persönlichen Favoritenspot. Also ich mag Durchzug am meisten, wenn er so bei einer 8 ist. Das Einzige, was noch drüber ist durchzugmäßig, wenn man die Kugel raus hat, ist eigentlich eine Aeon Edition 4. Oder eine Ocean Euphoria aus der alten Edition. Da sind dann irgendwann die Tauchrohre ein bisschen kleiner geworden und da wurde auch der Durchzug ein bisschen schwächer. Aber trotzdem, die zwei Pfeifen wären noch drüber. Ansonsten sehr, sehr guter Durchzug. Wie sieht das aus, wenn man die Kugel reinpackt? Dann ist es ein bisschen weniger, vielleicht sogar eher an meinem perfekten Punkt. Aber ich wollte entlüften können, deswegen bei mir die Kugel raus. Aber wenn die Kugel drinne ist, würde ich sagen, ist der Durchzug so eine 7,5 oder 8. Und mein persönlicher Sweet Spot, wie gesagt, ist so um die 8 rum. Ja, also 7,5 geht manchmal klar, 8,5 geht auch noch klar. Aber 8 ist meistens so mein perfekter Punkt, was Durchzug angeht. Aber Durchzug sehr, sehr gut getroffen. Sehr, sehr nicer Durchzug. Also wenn euch Durchzug wichtig ist, passt das auf jeden Fall. Fehlt noch der Anzug. Es ist eine große Pfeife, das heißt, der Anzug ist natürlich nicht so gut wie bei einer kleinen Breeze 2 oder bei der Bigfoot von The Hooker oder bei einer Stimulation Prime Pro X oder auch bei anderen kleinen Pfeifen. Der Anzug ist ein bisschen schwächer, aber er ist immer noch auf jeden Fall okay, gerade wenn man das kurze Tauchrohr benutzt. Normal sage ich immer, mir gefallen kleine Pfeifen besser, aber wenn ich bei The Hooker das gekürzte Tauchrohr nehme, finde ich das auf jeden Fall auch noch sehr angenehm. Wäre mir eine kleinere Pfeife lieber? Persönlich auf jeden Fall. Macht es was aus? Kaum. Also es geht auf jeden Fall klar. Also Durchzug und Anzug sind beide sehr, sehr nice. So, fehlt uns noch der Aufbau von der The Hooker Megatron. Ich würde sagen, wir kümmern uns als erstes um die Base. Wir haben hier als erstes dieses kleine Teil, wo die Kugel drin liegt. Auf das kommt das andere Teil. Und zusammen haben wir dann den Schlauchanschluss. 4 von diesen Schlauchanschlüssen haben wir direkt dabei. Die werden dann einfach hier in die Base reingeschraubt. Wir haben übrigens auch an jedem Schlauchanschluss hier so einen kleinen Dichtungsring. An jedem einzelnen Schlauchanschluss. Sehr coole Details.
Gewinde Anfang treffen, relativ easy. Gewinde laufen auch wunderbar. Für eine 150-Euro Pfeife kann man da absolut nicht meckern. Wir haben auch direkt dabei viermal den 18-8er Schliff, die dann jeweils hier in die Schlauchanschlüsse rein können. Ja, so sieht das dann aus. Aber die lassen wir erstmal raus, weil wir müssen die Base ja noch ein paar Mal drehen. Für oben an die Base haben wir hier die innere Rauchsäule. Das heißt, wir haben einmal die innere Rauchsäule, die hier dran kommt. Schrauben wir einfach hier fest. Aber die Besonderheit an der Megatron, wir haben ja noch hier diesen Sleeve, der eben über die Rauchsäule kommt. So, der liegt dann hier unten schön auf und wird dann oben mit diesem Teil hier festgeschraubt. Also dieses Gewinde kommt dann an das Gewinde von der innenliegenden Rauchsäule. Das verschrauben wir dann hier. Und dann haben wir hier oben eben den normalen 18-8er Schliff, wo dann gleich unser Kohleteller drauf kommt. Den können wir eigentlich auch direkt mal machen. Kohleteller relativ normal. So sieht der Kohleteller eben aus. Und da haben wir eben einmal das Teil für unten, das dann den 18-8er Schliff mit hat. Das kommt unten drunter. Das halten wir einfach so dran. Und dann haben wir für oben den 18-8er Schliff, der übrigens auch wieder mit dem Dichtungsring kommt. Also alle Teile sind da auf jeden Fall sehr schön mit Dichtungsringen versehen, sodass man das alles auch wunderbar dicht hat. So, so haben wir das Ganze dann zusammengebaut und so kann das hier oben eben dann drauf. Also wenn wir dann hier die Rauchsäule haben, können wir hier einfach den 18-8er Schliff reinstecken. Aber den legen wir erstmal beiseite, weil sonst sehen wir fast nichts mehr. Als nächstes kümmern wir uns um die Unterseite. Hier seht ihr übrigens nochmal das Closed Chamber System. Ja, also wir haben vier Schlauchanschlüsse dran, deswegen hier eben auch die vier Bohrungen. Alle natürlich mit Closed Chamber und wir sehen hier an der Seite noch das Gewinde bzw. das Klickverschlusssystem. Die Ausbohrungen dafür, dass das eben gut funktioniert. So, das Tauchrohr kommt in drei verschiedenen Parts zu euch. Wir haben erstmal den Hauptpart vom Tauchrohr, der sieht so aus. Ich habe jetzt hier leider gerade das falsche Tauchrohrverlängerungsstück gefunden. Das gehört zu einer anderen Hooker, aber ihr könnt euch das im Prinzip so vorstellen, dass ihr an das Tauchrohr einfach nochmal dieses Gewinde mit dran schrauben könnt und dann den Diffusor dran schrauben könnt. Allerdings sind die Gewinde jetzt hier andersrum. Aber vom Prinzip her funktioniert das genauso. Ich habe mir hier leider gerade einfach das falsche Teil geschnappt. Aber im Grunde ist das genau dasselbe Teil, aber natürlich mit den passenden Gewinden, sodass das hier auch drauf passt. Ich habe die Pfeife eh tatsächlich fast immer mit der kurzen Tauchrohrvariante genommen, weil ich das viel, viel nicer finde. Und dann kommt hier unten einfach noch der dran- und abschraubbare Diffusor dran. Das ganze Teil dann einmal hier unten in die Base reingeschraubt. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Das einzige Teil, was ich euch noch zeigen möchte, ist das hier. Das ist der mitgelieferte Molassefänger. Ich rauche ehrlich gesagt nicht so gerne mit Molassefängern, aber wenn ihr das möchtet, ist auf jeden Fall einer im Set mit dabei. Den kann man dann eben noch hier oben draufstecken und dann oben in den Molassefänger den Teller. Und als letzten Schritt schnappen wir uns da hier unsere Bowl. Das ist oben das Gegenstück zum Gewinde und auch wieder mit Dichtungsring am Start. Hier kommt dann eben die ganze Konstruktion einmal drauf. Eine halbe Umdrehung würde ich sagen und dann ist das Ganze auch schon fest und sitzt sehr, sehr nice. Ich würde trotzdem nicht die Pfeife hier an der Rauchsäule rumtragen, das würde ich aber bei keiner Pfeife machen. Aber ja, so sind wir dann fertig. So, ich würde sagen, ihr wisst jetzt, wie die Pfeife zusammengebaut wird. Wir hüpfen mal wieder ins Review. Fehlt noch unser abschließendes Fazit. Wie so oft bei The Hooker. Wenn ihr ein Komplettset sucht, wenn ihr eine große Pfeife sucht und wenn euch die Designs von The Hooker gefallen, in dem Fall eben das Design von der Megatron, kann ich die Pfeife absolut empfehlen. Es ist sogar immer die Pfeife, die ich auch empfehle, wenn jemand sagt, ich will eine große Pfeife, ich will eine Vierschlauchpfeife und ich habe um die 150 Euro, sage ich in der Regel immer auf jeden Fall The Hooker. Du kriegst ein geiles Set zu einem guten Preis, mit einer angenehmen Verarbeitung, mit einem schönen Rauchverhalten, wo du oft noch viele Sachen ein bisschen einstellen kannst. Langes Tauchrohr, kurzes Tauchrohr, Diffusor dran, Diffusor ab, Kugel drinne, Kugel draußen, kurze Rauchsäule, lange Rauchsäule, bei der jetzt nicht, aber bei der Hanso war das zum Beispiel so. Also Leute, für 150 Euro in einem Set The Hooker immer eine Empfehlung wert. Falls ihr sowas sucht, könnt ihr bei The Hooker auf jeden Fall fündig werden und werdet meiner Meinung nach auf jeden Fall happy sein. So viel auf jeden Fall zu dem kurzen, knappen Review zu der The Hooker Megatron. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und ihr findet die Pfeife auch so nice wie ich. Falls ihr das Review auch nice findet, lasst gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG.